Wenn wir eine Wechselspannung an eine Spule der Induktivität L anlegen, dann fließt durch die Spule ein Wechselstrom. Die Wechselspannung wechselt die Polarität mit der Frequenz F. Mit dieser Frequenz ändert auch der Wechselstrom seine Flussrichtung. Eine Spule, an die eine Wechselspannung angelegt ist, hat einen komplexen nicht-ohmschen Widerstand, der als induktive Reaktanz bezeichnet wird. Dieser wird meistens mit XL abgekürzt. Die induktive Reaktanz wird auch als induktiver Blindwiderstand bezeichnet. Du kannst den induktiven Blindwiderstand ganz einfach berechnen. Du brauchst dafür die Wechselspannungsfrequenz F und die Induktivität L der Spule. XL ist gleich 2 mal Pi mal F mal L. Pi ist hier die Kreiszahl mit dem Wert 3,14. Die Einheit des induktiven Blindwiderstands ist Ohm. 2πf wird übrigens oft zur Kreisfrequenz Omega zusammengefasst. Wenn du eine sehr große Wechselspannungsfrequenz benutzt, dann wird der induktive Blindwiderstand auch sehr groß und die Spule lässt den Strom kaum durch. Wenn dagegen die Wechselspannungsfrequenz sehr klein ist oder gar Null, wenn also eine Gleichspannung anliegt, dann wird der induktive Blindwiderstand auch Null. Die Spule lässt einen beliebig hohen Strom durch, was einem Kurzschluss entspricht. Wie du an der Formel siehst, kannst du auch die Induktivität nutzen, um den Blindwiderstand der Spule anzupassen. Machen wir ein Beispiel. Du legst die 230 Volt Netzspannung an eine Spule mit der Induktivität von 500 mH an. Die angelegte Effektivspannung hat eine Frequenz von 50 Hz. Setze Induktivität und Frequenz in die Formel ein. Damit beträgt der induktive Blindwiderstand 157 Ohm. Um den Effektivstrom zu bestimmen, der durch die Spule fließt, benutze die URI-Formel. Statt den ohmschen Widerstand R einzusetzen, benutzt du den induktiven Blindwiderstand. Stelle nach dem Strom um. Setze die 230 Volt Effektivspannung und 157 Ohm ein. Dann bekommst du einen Effektivstrom von 1,5 Ampere.